Jeder von Ihnen mag an diesem Tag seinen persönlichen Jahresrückblick haben und natürlich auch wir hier auf der Lahö haben einen Grund, mit diesem 31.12. zurückzugucken auf dieses Jahr, das wir miteinander in diesem Haus erlebt haben. Und das heißt, in diesem Konferenzzentrum, in dieser Gemeinde und dieser Schule, mit all dem, was so dazugehört. Mit dem 145. Psalm, den wir gerade gehört haben, ist ja auch schon uns diese gute Spur gewiesen, dass natürlich auch wir, auch als Haus, als Werk, als Gemeinde, ganz bewusst diesen Tag nutzen wollen, um unserem Gott zu danken. Er hat in einer ganz außergewöhnlichen, liebevollen, fürsorglichen Weise uns auch in diesem Jahr begleitet und hier durchgebracht. Wir hatten manche Herausforderungen in diesem Jahr zu bewältigen, das wissen wir miteinander. Und zum x-ten Mal sei da unser Westflügel erwähnt, dass wir unserem Gott dafür danken, dass uns auch durch die Jahresanfangskrise wirklich mit ganz großer Gnade hindurchgebracht hat. Wir geben ihm darüber die Ehre und freuen uns wirklich auch tatsächlich am Ende dieses Jahres, gerade euch, diese nächste Generation, in diesem Westflügel dann in den Betten zu sehen und zu wissen, das war einer der Gründe, warum das Gott ganz offensichtlich wollte, dass wir weiter gehen dürfen, sein Wort hier anderen, der nächsten Generation, anderen Generationen sagen dürfen und sagen wollen. Gott hat das geschenkt. Er hat uns viel Bewahrung gegeben, ganz, ganz, ganz viel Hilfe geschenkt. Er hat hier Menschen zum Glauben kommen lassen, auch im vergangenen Jahr. Andere sind in ihrem Glauben auch gestärkt worden und haben Orientierung bekommen. Auch als Gemeinde danken wir unserem Gott für das, was er gegeben hat. Für die, die dazugekommen sind, für die, die ein Ja zu Jesus gefunden haben, für die, die Wunder, große und kleine, in unterschiedlichster Art erlebt haben. Viel, viel Grund zu sagen, du bist ein großer König, ein herrlicher Gott. Und wir rühmen deine mächtigen Taten. Und wenn Sie es noch einmal tun wollen, dann lesen Sie doch mal in aller Ruhe diesen 145. Psalm. Ein wunderbarer Psalm, gerade um ein Jahr auch abschließen zu können. Und dazu zählt, dass man ihn anrufen, dass man beten kann, dass wir betend vor ihm stehen. Die ihn anrufen, die ihn ernstlich anrufen, die wird er erhören. Das haben wir getan, das wollen wir tun, das wollen wir verstärkt tun und ihn ehren darüber. Das über diesem Jahr, das ist fast selbstredend, doch soll es bewusst ausgesprochen, dass diesem Jahr auch viel Schulden, auch Versagen gehört, das ist ganz klar. Das wissen wir voneinander und das weiß vor allem unser Gott. Und deswegen sind wir auch so froh, auch über die Lieder, die wir miteinander singen konnten. Und ich danke euch ganz besonders auch für die Auswahl der Lieder heute Morgen, dass es Lieder sind, in denen auch das Kreuz unseres Herrn dann in der Mitte steht. Und das, was uns miteinander verbindet, ist nicht, dass wir alle so nett und so freundlich ausschauen. Und unsere Sympathieseiten uns beständig zeigen, das versuchen wir halbwegs, sondern dass wir wissen, wir stehen gemeinsam auf dem Boden dieses Herrn, der sein Leben für uns gelassen hat. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Vergebung, seine Rechtfertigung, seine Reinigung, seine Heiligung, das ist unsere Basis und dafür danken wir unserem Gott. Und dieser Gott, der verabschiedet sich nicht heute Abend um 24 Uhr. Der ist morgen derselbe. Und deswegen möchte ich gerne diesen ganz kleinen Minisätze zum Jahresrückblick so beenden, dass wir miteinander beten mit den Worten von Arno Pötsch. Wir bitten dich durch Jesus Christ, nun, da das Jahr vergangen ist, Herr, neu um deinen Segen. Sei uns auch ferner Halt und Hort, und bleib uns nah mit Geist und Wort auf allen unseren Wegen. Ein Wagnis ist die Lebenspfort. Du aber hast uns treu bewahrt, bisher, Alltag und Stunden. Hast väterlich, trotz Schuld und Flucht, uns noch im Elend heimgesucht und neu mit dir verbunden. Ach Herr, uns mangelt alle Zeit, Verstehen, Verdienst und Würdigkeit auf unseren Erdenpfaden. Wir haben nichts als deine Huld, in Angst und Leid, in Sorg und Schuld, nichts, nichts als deine Gnaden. Lebt niemand hier sein Selbst gewiss. Uns bangt vor all der Finsternis im Leben und im Sterben. Drum, weil sich keins zu helfen weiß,
Hilf durch Verheißung und Geheiß, damit wir nicht verderben. Gib Kraft, dass uns das Herz nicht wankt. Stärk Glaub und Lieb, weck Lob und Dank. Birg uns in deinen Armen, wie Mütter ihren Kindern tun. Lass uns in deinem Frieden ruhen und schenk uns dein Erbarmen. So lass uns dieses Jahr bestehen. Und wenn wir tief im Dunkeln gehen, hilf, Herr, in Jesu Namen. Es kommt das Leben, kommt der Tod. Du bist und bleibst doch unser Gott. Und wir sind dein, Herr. Amen. Rede du selbst, Vater, zu uns. Das Wort des Herrn zu Elia. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Abends und des Morgens, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und im Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt,
und im Ölkrug mangelte nichts, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Elia, den ersten Vers, den wir nicht gelesen haben, den ersten Vers, der war Grundlage der Bibelarbeit gestern Morgen. Da waren jetzt ein paar von Ihnen nicht da. Das ist der Anfang. Das ist das erste Elia-Sätzchen, das erste Sätzchen von Elia. Wollen Sie es nochmal hören? Das erste Satz von Elia heißt: Und er sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Dieser Satz hat das Leben des Elia komplett verändert. Von dem Satz an hatte der Mann kein normales Leben mehr. Bis zum Ende. Und wir haben uns miteinander vorgenommen, vormittags, es ist ja Vormittag, vormittags miteinander in dieser Jugendkonferenz diese Elia-Geschichten zu lesen. Das heißt, Sie ahnen schon, Sie verpassen in den nächsten Tagen was. Aber Sie können ja durchlesen und dann sind Sie bestens präpariert für den nächsten Sonntag. Da sind wir dann bei der Himmelfahrt des Elia angekommen. 2. Könige 2. So, jetzt zurück. Dieser Elia, von dem wir jetzt hören, dieser Elia, das ist ja eine ganz außergewöhnliche Person. Das ist klar. Elia, das ist nicht Flachland, das ist nicht Allgäu, das ist nicht Voralpen, das ist Hochgebirge. Das ist wirklich einer von diesen Giganten, die wir da im Alten Testament haben. Ganz eindeutig, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Elia, der wird jetzt zusammen genannt mit der anderen riesengroßen Person des Alten Testamentes, nämlich mit Mose. Mose und Elia und du hast das AT erfüllt. Das sind die beiden großen Wortoffenbarungsschienen, die lebendige Gott uns im Alten Testament gegeben hat. Mit Mose steht die Tora, das Gesetz vor uns, mit Elia ihm selber und allen, die nach ihm kommen, die große prophetische Tradition. Diese beiden Figuren repräsentieren das gesamte Alte Testament. Deswegen stehen sie auch nach, erinnern sich, auf dem Berg der Verklärung, kommen stellvertretend für das ganze Alte Testament, da hätte es ja noch mehr gegeben, aber stellvertretend für das ganze Alte Testament kommen zwei Figuren, Mose und Elia. Elia, das ist ja diese Figur, die wie kaum ein anderer Prophet, der Prophet des ersten Gebotes ist. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, keine Baalim, nichts anderes, nichts, was sonst in Samaria, dem Nordreich, sich inzwischen angesiedelt hat, bei Ahab und Isabel, dem ganzen Gesocks der Priester, was da alles gegeben hat, das alles nicht. Deswegen greift jetzt Gott durch den Elia reinigend, richtend, klärend zugunsten seines Volkes ein. Und Elia ist der Vermittler dieser Offenbarung, der Vermittler dieser Botschaft. Neben dem, dass Elia der Vertreter des ersten Gebotes ist, ist er das Markenzeichen des Elia, dass er der ist, der diese Formel in Variation immer und immer wieder in den Texten um sich herum hat. Allein hier in diesem Text taucht sie ja dann 7-mal auf, dass etwas geschieht nach dem Wort des Herrn, wie Elia gesagt hatte. Das fängt ja schon gleich in Vers 1 an. So wahr der Herr lebt. Und dann kommt ein erstes Wort Gottes. Und dann heißt es in Vers 2, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Vers 5, er tat nach dem Wort des Herrn. Dann lesen wir das wiederum weiter in Vers 8, das eben dann entsprechend auch wieder, mach dich auf, er hörte das Wort des Herrn und es geschah nach dem Wort des Herrn. Und das Kapitel hört auf im letzten Vers, des Herrn Wort ist Wahrheit in deinem Mund. Das ist Elia, das ist Elia. Ganz eindeutig. Und dieser Elia, um den soll es gehen. Aber der Elia, das ist ja nicht nur der, der uns im Alten Testament begegnet. Weil er eben so überragend groß ist, kommt auch im Neuen Testament ja mehr oder weniger keiner an ihm vorbei. Das muss man sich bewusst machen. Denken Sie, die ganze Tradition, die ganze Weihnachtstradition, Johannes der Täufer, hängt ja an der Elia-Tradition. Maleachi, ich werde euch noch einmal den Elia schicken. Und dann sagt Jesus, ja, dieser Elia ist gekommen. Er ist tatsächlich da gewesen. In welcher Person, in welcher Gestalt? In Johannes dem Täufer war dieser in der Elia-Tradition noch einmal da. Den Berg der Verklärung, den haben wir schon erwähnt, in der Offenbarung, Kapitel 11, stehen zwei Zeugen, pars pro toto, da für die Verkündigung in der Endzeit. Die tauchen auf wie Mose und Elia, ganz eindrucksvoll dort beschrieben. Oder wir haben sie als Vorbild des Glaubens. Petrus handelt wie Elia, wenn er die Tabitha aufweckt in der Apostelgeschichte. Für Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 6,
haben wir als Christen zu leben, wie es Elia gelehrt hat, nämlich in Klarheit und Distanz nichts zu tun haben mit den Baalim, die er auf dem Karmel entsprechend gerichtet hat. Jakobus ist der, der auf den Gebetsdienst des Elia abhebt. Und der Hebräerbrief nimmt natürlich, ist ja klar, in Hebräer 11 als Glaubenszeugen. Paulus braucht ihn in Römer 9 bis 11 als Bild für den heiligen Rest in Israel. Ich höre auf. Nein, nein, eins muss ich noch sagen. Jesus zitiert Elia. Und zwar genau diese Geschichte hier. Lukas Kapitel 4 zitiert er genau diese Witwe als ein Beispiel, wie der lebendige Gott jenseits von Israel, unter den Heiden, tatsächlich seine Anbeter und seine besonderen Personen hat. Also eine riesige Spur des Elia im Alten und Neuen Testament. Nur was hat er jetzt davon? Was hat er denn davon? Was hat denn der Mann jetzt davon, dass er so vor dem Ahab stand? Was hat denn der Mann davon, dass er sich so weit rausgehängt hat? Was hat er davon, dass er sich so einseitig auf diesen Gott eingelassen hat? Das hat er jetzt davon, dass er ein Flüchtling ist. Das hat er davon, dass er jetzt der Depp ist, dass er auf jeden Fall nicht mehr nach Hause nach Tisch kann, dass er gar nicht weiß, was er machen soll. Was soll er denn tun nach dem Auftritt vor Ahab? Er ist jetzt der meistgesuchte überhaupt. Die laufen doch schon alle rot an, wenn sie den Namen Elia lesen. Das hat er jetzt davon. Er hat ein riesiges Problem, weil der Mann die Spur des Gehorsams, die Spur des ersten Gebotes gegangen ist. Das hat er jetzt davon. Und von dem Moment an bis 2. Könige 2, bis zum letzten irdischen Atemzug, ändert sich das nicht mehr. Das ganze Leben dieses Mannes hat sich radikal geändert, wo der lebendige Gott in Klarheit, in Eindeutigkeit, in Wegweisung angekommen ist, ändern sich die Biografien unwiderruflich. Und teilweise gar nicht so, dass man denkt, oh wie toll, oh das habe ich mir ersehnt, das war mein größter Lebenswunsch. Sondern jetzt steht erstmal hier dieser Elia nach 1. Könige 17,1 erstmal ganz schön dämlich da. Aber das, was er da getan hat, Das war doch in der Verantwortung von Gott geschehen, oder? Also muss ich doch jetzt auch Gott darum kümmern. Und sind wir jetzt immer beim Thema. Und als ich so halbwegs merkte, wie das hinkam mit der Elia-Geschichte, dachte ich, das passt doch zum Silvestertag, oder? Vorschläge für den Silvestertag, Vorschläge für den Jahresabschluss sind so Texte wie 1. Petrus 5. Alle eure Sorge werft auf ihn, passt. Oder Matthäus 6, keiner von euch kann seinem Leben auch nur eine Spanne zugeben. Bitte deswegen trate zuerst nach dem Reich Gottes und ich werde mich um alles andere kümmern. Auch gut. Oder Feuersäule, Wegweisung Gottes. Also es sind diese Texte, die uns ein wenig an dieser eigenartigen Schwelle, die unterschiedlich emotional uns dann doch so für ein paar Stunden mitnimmt, dass an dieser Stelle wir das brauchen, Klarheit zu kriegen, wie geht es denn jetzt tatsächlich weiter? Wie macht das unser Gott? Und da passt 1. Könige 17 natürlich tatsächlich richtig gut. Denn der Mann, der steht jetzt unter Gottes Versorgung. So, wie sieht das aus? Wenn jemand unter Gottes Versorgung steht, dann gilt zuallererst diese Erkenntnis, jetzt ist Gott verantwortlich. Das ist jetzt Gottes Verantwortung. Hallo, Vers 1. Habe ich in deinem Namen getan, mein Gott. Vers 1 habe ich in deinem Namen getan. Dann kümmerst du dich aber, mein Gott, jetzt auch um die Verse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fortfolgende. Ich bin in deinem Namen in Samaria vor dem König Ahab gestanden. Und jetzt musst du sehen, wie du mit mir klarkommst. Tut er keine Sorge. Tut dieser Gott. Gott übernimmt Verantwortung, ganz sicher. Gott hat sich nicht zurückgezogen. Gott ist ganz real da und er beherrscht absolut die Lage. Er ist immer da mit seiner Abhilfe. Er rutscht nie ins Minus. Er sieht, wo wir keinen Weg haben, 1000 Optionen. Er gerät nie in die Passivität. Er ist nie in der Verteidigungshaltung. Er muss nie sich zurückziehen. Er muss nie noch einmal gucken, wie er jetzt wieder klarkommt angesichts neuer Situation. Gar nie. Gott ist nicht überrascht von Vers 2. Deswegen steht er auch ganz einfach da und sagt, jetzt spreche ich zu dir, Elia. Nachdem wir Vers 1 hatten, du standest vor Ahab, sage ich jetzt dir in Vers 2,
wie es weitergeht. Ich habe Verantwortung für dich übernommen. Wie viele Namen hat Gott? Und wie viele dieser wunderschönen Gottesnamen tragen allein schon im Namen das Paket der Verantwortungswahrnehmung Gottes mit sich? Was hören Sie denn, wenn Sie hören, mein Gott ist die Hilfe? Das ist doch schon pure Verantwortungsübernahme. Mein Gott ist der Fels, auf dem ich stehe. Da kannst du auf jeden Fall einen sicheren Fuß hinkriegen. Mein Gott ist der Erlöser, der die Gefängnistüren öffnet und der große Goel ist und zu seinen Zeiten seine Wunder tun wird. Mein Gott ist der Schutz. Mein Gott ist der König, das ist Verantwortung pur. Mein Gott ist Haupt, ich bin das Glied. Er ist der Hirte, ich bin das Schaf. Er ist der Zebaoth, der große Heerführer. Er ist der Ehemann, der Verantwortung war. Allerbest natürlich, er ist der Vater. Er ist Vater. Gott übernimmt Verantwortung. Er sieht das doch, er sieht das doch. Er sieht die Lage seiner Leute. Er sieht den Druck des Verses 2, wo der Elia jetzt wissen will, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich jetzt in Samaria den Hof des Königs Ahabs verlasse und nicht mehr nach Hause kann. Er sieht einen Abraham, er sieht eine Sarah mit ihrem Vierteljahrhundert. Er sieht einen Mose mit seinem Stab da vor dem Roten Meer wedeln. Er sieht einen Josua am Jordan, er sieht sie doch. Er sieht einen Gideon mit seinen 300 Hanseln da in der Nacht rumstehen, mit ihren blöden Krügen und den Tröten und da irgendwie ein Riesenheer erobern wollen. Er sieht sie doch, er sieht den Hiskia eingekerkert in Jerusalem. Er sieht den Daniel in der Löwengrube. Er sieht seine Jünger in diesem blöden Boot sitzen und eine Runde nach der anderen rudern und einfach Angst haben, dass man vor die Hunde geht. Er sieht das. Er sieht den Petrus am Tag vor dem Hinrichtungstermin in Kapitel 12 in der Apostelgeschichte und schickt termingenau seinen Engel. Er sieht den Apostel Paulus in Caesarea hängen, dem er versprochen hat, du kommst nach Rom. Er sieht das alles. Er sieht das alles. Er ist nicht nachlässig. Du, er ist nicht nachlässig. Wir werden Gott nie der Nachlässigkeit zeigen können. Er ist nicht fahnenflüchtig, er haut nicht ab. Er lässt uns nicht hängen, er ist nicht gleichgültig, er quält uns nicht, er überlässt uns nicht selber. Nein, das ist seine Verantwortung. Wir sind unter seiner Verantwortung. Du, mein Gott, du bist verantwortlich. Und Gott sagt, das weiß ich. Weißt du es auch? Weißt du es auch? Umgekehrt nimmst du das ernst, dass ich, der lebendige Gott, für dein Leben verantwortlich bin. Ach so. Da könnte das Problem liegen, nicht wahr? Gott sagt, ich habe Verantwortung. Und wenn du bei mir ankommst, wirst du mich denn einen einzigen Fall zeigen können, wo ich nicht meiner Verantwortung nachgekommen bin. Aber ist dir auch klar, dass ich die Verantwortung habe. Ach, das könnte das Thema in 2018 sein. Das könnte es sein. Und dass wir an dieser Schwelle dastehen und ihm das zusagen, soweit wir das mit unserem verzagten, eingeschränkten, angekratzten Herzen und sehr milchig trübigem Verstand tun können. Mein Gott, ich will das ernst nehmen, dass du für mich die Verantwortung übernommen hast. Das ist deine Sache und nicht meine. Elia steht unter Gottes Verantwortung. Soweit so klar. Und jetzt kommt Gott ja auch, und das ist das Zweite, dass nachdem er jetzt unter der Verantwortung Gottes steht, er natürlich, wie soll man das jetzt ausdrücken, konfrontiert wird mit der Vorgehensweise Gottes. Das Zweite ist also Gottes Vorgehensweise. Also Gott ist verantwortlich und jetzt klappt das natürlich alles, alles prima. Alles prima. Ich bin überzeugt davon, dass Elia 5 bis 6 Vorschläge hatte, wie das Problem jetzt zu lösen ist. Dass er sicherlich auch diese 5 bis 6 Vorschläge in großer Regelmäßigkeit im Ewigen auch präsentiert hat, was jetzt wie wann zu geschehen hat, damit er, Elia, aus dem ganzen Schlamassel rauskommt. Gott sagt, ich habe auch einen Vorschlag.
Wir machen das folgendermaßen. Du verlässt Samaria. Das fand Elia gut. Das fand er gut. Das fand er ausgesprochen gut. Da war er sofort einig mit dem lebendigen Gott. Du verlässt jetzt Samaria. So weit, so klar. Und dann gehst du nicht nach Hause. Oh ja, da bin ich auch absolut deiner Meinung. Ich habe auch schon gedacht, Herr, ich sollte weit, weit weggehen. Ja, nach Osten. Sehr gut. Du gehst nach Osten. Sie sind sich immer noch einig, die beiden. Und dann setzt du dich an einen Bach. Bach ist gut. Angesichts der angedrohten Regenlosigkeit ist Bach gut. Es machte allerdings den Elia ein bisschen stutzig, dass das Wort, was im Hebräischen steht, Winterbach heißt. Also es heißt ein Bach, der nur während der Regenzeit Wasser führt. Das ist also kein Rhein, ja? Gibt's ja sowieso da nicht. Also auf jeden Fall, das macht ein bisschen stutzig, aber gut, immerhin man hat schon mal Wasser. So weit, so klar. Aber dann haust den Elia natürlich raus. Das ist ja klar, das haut ihn raus. Ich habe den Raben, welchen Vögeln, Gott? Ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen sollen. Jetzt ist da was schiefgelaufen, mein Gott. Mein Gott, das ist ja jetzt, bei allem Respekt, das ist jetzt nicht gut. Das ist nicht gut. Meine Versorgung an Viecher zu hängen und dann noch an die, hätten wir dann einen Alternativvorschlag. Raben. Jetzt mal ganz abgesehen von unserem Kulturbestand, nehmen wir nur den biblischen Kulturbestand, dann müssen Sie wissen, der Rabe galt als absolut unzuverlässig. Es galt das Sprichwort, jeder Araber oder andere vorbeiziehen, dir gibt dir eher etwas als ein Rabe. Ja, also das ist nicht mal ein Diskriminierungsparagraf freundlich, aber ist ja jetzt auch schon uralt, ist ja jetzt 2500 Jahrtausende alt. Kann man rechtlich nicht mehr hinterherkommen. Also auf jeden Fall, das waren die Raben. Raben sind zum anderen unreine Vögel nach dem jüdischen Gesetz. Also die Transportwege sind an sich schon kultisch vollkommen daneben. Dann natürlich werden Raben sich nicht um andere kümmern, sondern müssen selber versorgt werden. Es gibt wunderschöne Bibelstellen der Bibel, die das deutlich machen, dass die Raben versorgt werden müssen, insbesondere die Kinder der Raben. Wer bereitet dem Raben denn die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie wieder nichts zu essen haben? Und die Bagage soll sich jetzt um einen Propheten kümmern, zweimal täglich mit dem Transport von Brot und Fleisch. Lebendiger Gott, das ist keine gute Idee. Das sind sie. Das heißt, wir entdecken was ganz Eigenartiges bei der Vorgehensweise unseres Gottes. Wir entdecken ein irres Methodenspektrum unseres Gottes. Ist Ihnen das schon mal begegnet? Ja. Um es zur Beruhigung aller zu sagen, wir sind ja schließlich in einem deutschen Gottesdienst. Vieles läuft ganz nach Norm. Ja? Unterschätzen wir nicht die Ordentlichkeit unseres Gottes. Aber er kann es auch mal ganz anders laufen lassen. Er kann es ganz anders laufen lassen. Das kann er. Dann entspricht das nicht dem Standard. Dann passt das nicht ins Handbuch. Dann gibt es dafür keinen Paragraph. Da gibt es keine Norm, das ist noch nicht mal leitlinienkonform, da gibt es gar keine Verfahrenskonformität, die da abgearbeitet wird. Verstehen Sie, der Fall Elia läuft nicht, so machen wir das immer. Nach dem Motto, wenn ein Prophet ein Problem hat, lösen wir das himmlisch folgendermaßen. Wir versuchen, den eben rauszunehmen, deponieren ihn an einem Fluss, holen ein paar Raben und dann wird er weitergeführt zu einer Witwe. Das ist der Fall Elia. Sondern das war ein einmaliges Original, was nur an dieser Stelle so durchgeführt wurde. Ganz abgesehen, wie gesagt, dass diese Vögel jetzt nicht gerade als die Lassies der Lüfte galten. Nicht wahr? Das waren jetzt nicht gerade Delfine mit Flügeln, das waren Raben. Das kann nicht funktionieren, mein Gott, das kann nicht funktionieren. Und diese Variationsbreite, diese unglaubliche Variationsbreite unseres Gottes, die fordert uns natürlich manches Mal extrem heraus. Extrem heraus. Aber gehen wir doch mal mit mit dieser Vorgehensweise und dann sehen wir diesen Elia da an seinem Bach sitzen und an dem ersten Morgen kommt da so ein Vogel vorbei
und liefert seine Lebensmittelration für den Propheten ab. Ich glaube, da ist der Elia, ich weiß nicht, wie sie das sich vorstellt. Das, klar, komm, die ist 8 Uhr, es gibt Frühstück. Aber dass man das nochmal deutlicher sagen kann, mit welcher Dankbarkeit, welchem Glück der Mann da sitzt, das kann doch gar nicht wahr sein. Alles da, alles da. Ich sitze an diesem blöden Busch, bin bestens versorgt und Ahab und Isabel können toben. Mein Gott hat mich heute versorgt. Kaum ist das Frühstück vorbei, denkt er. Und was ist heute Abend? Und abends kommt dann wieder so ein Vieh. Und dann stellt sich dann was ganz Eigenartiges an. Mein Gott, ich denke mal, das klappt morgen wieder. Du wirst auch morgen der mich Versorgende sein. Und so lebt er da an seinem Bach. Bis, er ist ja nicht blöd, er merkt, dass der Bach immer weniger wird. Und dann bleibt er an diesem Bach sitzen, er bleibt an diesem Bach sitzen. Er wartet das aus. Bis Gott sagt, ja, ich habe es auch gemerkt, keine Sorge, Elia, ich habe auch schon eine völlig neue Unterkunft für dich. Und Elia ist bei allem Respekt natürlich dankbar, dass er jetzt wieder in gesicherte Verhältnisse kommt. Raus aus dieser Spezialversorgung mit diesen Vögeln und raus aus diesem Bach. Und jetzt wird Gott was ganz Besseres haben. Und sagt, ja, ich habe mir das auch gedacht, ich schicke dich zu einer Witwe ins Ausland. Das ist so skurril. Das ist so skurril. Mein Gott, das kannst du doch nicht machen. Also Ausland ist ganz schlecht. Ganz, ganz, ganz schlecht. Auch noch ins Heidentum. Ich, der Prophet, mein Gott. Und dann Witwe. Mein Gott, das geht nicht. Die sind doch sowieso schon am untersten Rand. Die kratzen doch schon bei guten Zeiten alles zusammen. Jetzt sind wir in einer Hungersnot. Wie soll das gehen? Die hat übrigens auch noch ein Kind. Ah ja, gut. Und dann das Ganze, bitte, soll jetzt funktionieren. Und der geht dahin. Und Sie haben es ja gehört. Was für eine eigenartige Vorgehensweise. Diese Variationsbreite unseres Gottes, reagieren zu wollen, so wie er das manches Mal tut. Da stehen wir staunend daneben, hinter diesen, neben diesen Methoden. Und was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir etwas machen. Und ich denke, da haben Sie sofort gemerkt, dieser Teil fehlt komplett in diesem Text. Haben Sie es nicht gemerkt? Es fehlt doch was. Es fehlt ja das große Mittelstück, unser großes Mittelstück fehlt. Was wir haben ist Anordnung des lebendigen Gottes und wir haben Teil 3, Elia geht. Aber Teil 2 fehlt. Sie kennen doch Teil 2. Anordnung Gottes und Teil 3 ist hoffentlich, ich gehe. Und was ist das dazwischen? Habe ich dich richtig verstanden, Herr? Können wir nochmal das diskutieren? Ist das noch, gibt es noch Alternativen? Ab wann gilt das? Meinst du das wirklich ernst? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mein Gott, ich traue mich nicht. Ich will nicht. Das kann ja bei manchen von uns nicht nur eine Sache von Minuten, nicht nur von Stunden, sondern von Tagen, Wochen, Monaten, Jahren sein. Anordnung Gottes und Elia geht. Anordnung Gottes und Elia geht. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum dieses Stück in der Mitte fehlt, hat das mindestens zwei Gründe. Mindestens zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich, dass die Frage ist nicht, was läuft dazwischen, sondern was kommt am Ende raus. Geht Elia den Weg, den Gott ihm gesagt hat, oder geht er ihm nicht? Geht er diesen Weg oder geht er ihm nicht? Sie erinnern sich? Ja, Sie erinnern sich an diese Geschichte, die wir schon manches Mal in dieser Passage erwähnt haben, wenn es darum geht, an diese Geschichte von diesen zwei Söhnen und dem Vater. Natürlich, das ist auch das beste Beispiel von Jesus. Jesus bringt die Dinge so dermaßen auf den Punkt. Die sollten beide da in den Weinberg gehen, die sollten beide arbeiten. Der eine sagt großspurig, ja, das mache ich, und ging nicht hin. Und der andere sagt, das mache ich nicht. Und dann rollt er es und er ging doch hin. Dann fragt Jesus so gemein, nicht, wer hat sich am meisten Gedanken gemacht? Oder wer war eigentlich willens? Oder, sondern er hat nur einfach gefragt, wer hat den Willen des Vaters getan? Das ist es doch. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist nicht unwichtig. Der andere Grund ist, dass man mit diesem B-Stück, mit diesem Mittelstück, kann man sich so dermaßen menschlich
hochpumpen und sich selbst in die Mitte der Geschichte hinein beamen, dass das einfach hier komplett fehlt. Es geht überhaupt nicht um die Großartigkeit des Elia, überhaupt nicht, sondern ganz einfach zu sehen, dass es die Vorgehensweise unseres Gottes gibt und dass er ganz unterschiedlich uns auch im kommenden Jahr die Frage nach unserem Vertrauen stellen wird. Manches Mal im Standardverfahren, mit Normen und Paragraphen und allem, was dazugehört. Und manches Mal auch in außergewöhnlichen Vorgehensweise. Und so oder so stellt sich eigentlich nur die eine Frage. Will ich ihm, werde ich ihm jetzt vertrauen? Werde ich das tun? Und indem der Elia das getan hat, saß er an diesem Bach Krit und hat die Wunder der Versorgung Gottes erlebt. Und indem der Elia aufgebrochen ist und nach Sapa Zarepta dort gegangen ist, hat er die Wunder Gottes erlebt. Und nicht nur er, sondern durch ihn in ganz besonderer Weise auch diese Frau und ihr Kind. Und seine Segensspur in diese heidnische Stadt hineingekommen durch den großen Propheten Elia. Das ist die Vorgehensweise unseres Gottes. Mein Gott, wenn du uns eines schenken mögest, mein Gott, wenn du mir eines schenken mögest, auch im neuen Jahr, dann lass mich dir vertrauen und deiner Vorgehensweise. Und dann ist es ja nicht nur Gottes Verantwortung, es ist auch nicht nur die Vorgehensweise unseres Gottes, sondern es geht ja auch jetzt um Gottes Vergrößerung. Es geht ja um Gottes Vergrößerung. Es ist ja genau das, was ich vorhin sagte, der Elia steht ja jetzt gar nicht so toll da. Was für ein Elia! Sitzt da an seinem Bach und schlürft da sein Wasser und kriegt seine Versorgung. Da hat er gar nichts für gemacht. Was für ein Elia, wie der da bei der Witwe zu Zapat ist. Nein, der ist ja der Profiteur. Das heißt, was bringen denn diese Geschichten? Was bringen denn das, was jetzt hier uns beschrieben wird in 1. Könige 17? Beschrieben werden uns doch wunderbare Dinge unseres Gottes. Wunderbare Dinge unseres Gottes. Psalm 145, wir wollen von deinen Machttaten erzählen, von dem, was du getan hast. Wenn Gott in seinen Wegen auftritt, in unseren Biografien, wenn Gott in seinen Wegen auftritt, in unserer Gemeinde, unserem Werk, unserem Zusammenleben, dann geht es doch nicht darum, dass wir uns noch ein bisschen höher pumpen und das Podest noch ein bisschen höher bauen. Dann geht es doch darum, dass es sein kann, dass Gott das deswegen macht unter uns, deswegen macht mit uns, damit er vergrößert wird. Das könnte doch sein. Er wird doch vergrößert. Wenn er die Dinge hinkriegt, wenn er Wege lenkt, wenn er Vorgehensweisen wahrnimmt, wo man denkt, mein Gott, was hast du denn da gemacht? Und dann geht es tatsächlich so, wie es in den alten Liedern hat. Er hat wohl 4000 Weisen zu retten aus der Not. Gott hat doch nicht nur eine Option, er hat 1000 Möglichkeiten. Oder wie es in dem schönen Lied von Gottfried Arnold heißt, das ist natürlich sprachlich heute einfach nicht mehr haltbar, aber gut, gut, richtig gut. Also, so führst du doch recht selig, Herr, die Deinen. Ja, selig und doch meist verwunderlich. Wie könntest du es böse mit uns meinen, da deine Treu kann nicht verleugnen sich. Die Wege sind oft krumm und doch gerad. Darauf du lässt die Kinder zu dir gehen. Da pflegt es wunderseltsam auszusehen. Doch triumphiert zuletzt dein hoher Rat. Und jetzt stehen sie da an diesem Text und sehen den Elia, sehen ihn, wie er vor Ahab steht, denken, wie kann das jetzt weitergehen, mein Gott? Wie kann das weitergehen? Und Gott sagt, kein Problem, ich habe da Raben. Ich habe da Krit, den Bach. Ich habe da die Witwe. Ich habe da kein Problem. Und am Ende des Textes stehen wir da und sagen, wie groß bist du? Und verstehen Sie, wenn er 2018 bei uns ein bisschen größer wird, das ist doch nicht schlecht, oder? Wenn, weil er größer geworden ist, unser Vertrauen zu ihm wächst, das ist doch nicht schlecht.
denn weil er größer geworden ist, unsere Liebe zu ihm noch ein wenig mehr strahlt. Das wäre doch gut. Wenn er größer geworden ist, unser Gehorsam noch ein bisschen konsequenter wird, das wäre doch erstrebenswert. Wenn Gott, weil er größer geworden ist, in unserer Mitte mit mehr Ehrfurcht angenommen wird, das wäre doch nicht das schlechteste Ziel. Das könnte ein richtig gutes Jahr werden, das mit 2018. Der gute Jahrgang 2018 liegt also geistig gesehen nicht an der Anzahl der Sonnenstunden oder an der Hanglage oder an der Qualität des Bodens, sondern der gut mögliche, richtig gute Jahrgang 2018 für dich, für sie, für mich, für dieses Haus, dieses Werk, diese Gemeinde, der liegt an was ganz anderem. Der liegt an unserem Ja zu Gottes Verantwortung. Unserem Ja zu Gottes Vorgehensweise. Und unserem Ja zu Gottes Vergrößerung. Komm, wir geben das alte Jahr zurück. Wir geben es ihm zurück. Er hat es gegeben, er hat es gefüllt, er steht für alles ein, was 2017 betrifft. Wir geben es ihm zurück. Und wir beginnen im Aufblick auf ihn ein neues Jahr. Und wollen, dass es ein guter Jahrgang wird. Unter seiner Verantwortung, mit seiner Vorgehensweise, zu seiner Vergrößerung. Gott segne Sie. Wir wollen beten. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Vater, im Namen von Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn, unserem Haupt, unserem Retter, unserem Gott, kommen wir zu dir und beten dich an diesem Morgen, an diesem letzten Tag, in diesem zu Ende gehenden Jahr. Legen mit großem Dank und der Bitte um Vergebung dieses Jahr zurück in deine Hände. Und alle Verzagtheit, alle Sorge, alles Ungewisse, alles Ängstliche, was in unserem Leben einschleichen möchte, wollen wir dahin in unser Gebet hineinformen, dass wir das dir zusagen. Wir bekennen dir, du hast für unser Leben die Verantwortung. Für uns Einzelne, für unsere Mandate, für dieses Haus, diese Gemeinde, die Schule, alles, was hier geschieht. Auch unser Volk und Land, alles liegt vor dir. Wir wollen es dir bekennen, dass du der bist, der nach Norm und Paragraph und ordentlich und ganz vorschriftsmäßig handeln kann. Und wir wollen es dir bekennen, dass wir immer wieder staunend vor deinen wunderlichen Wegen sehen. Und werden dir deine Vorgehensweise auch in 2018 nicht vorschreiben. Mach du, was du und wie du es willst. Und dann haben wir eine ganz große Bitte, dass für uns persönlich und für diesen Ort das tatsächlich geschieht, dass du ein bisschen größer bei uns bist. Dass deine Liebe, Vertrauen, Gehorsam, Ehrfurcht unter uns wächst, das erbitten wir von dir. Und so gehen wir mit dir, deiner Verantwortung, unter deiner Vorgehensweise und mit der Bitte um deine Vergrößerung getrost in ein neues Jahr. Du, unser Immanuel, bist dabei. Und wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.